Afrika. Afrika. Wir sind Sub 5 aus Hannover und freuen uns total, dass wir bei Kultinarisch mit dabei sind. Hallo. Hallo. Hi. Wir sind das Ensemble Shai, die Hortensäulen. Wir sind die Gruppe Beat Explosion vom Verein SV Glück auf Geppertshagen. Wir tanzen Hip-Hop. Wir sind im Alter von 13 bis Open End, freuen uns dabei zu sein und wir sind 13 wunderbare, tolle Mädels. Wir sind die Willis. Moin. Moin. Moinsen. Ich bin der Christian. Ich bin Paul. Ich bin Roman. Und zusammen sind wir die Violin-Guys. In unserer losen Reihe ehrenamtlich aktiv in der Region 38 begrüße ich heute Ralf Richter. Hallo, moin. Wir kennen Ralf Richter bereits als Hobbykoch. Mit der Serie Kochen mit Ralf und Kate haben wir ihn ja schon gesendet hier. Beruflich machst du aber ganz was anderes, ne? Beruflich bin ich bei der Flachstahl tätig, als Leiter der Produktionsplanung fürs Stahlwerk und für die Warmannstraße. Hat ja irgendwie auch was mit Kochen zu tun? Hat ein bisschen, Stahlkochen hat natürlich was mit Kochen zu tun, aber ein bisschen wärmer ist es schon, ja. Okay, du planst ein großes Event. Worum geht's da genau? Ja, es hat tatsächlich mit dem Kochen zu tun. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Bühne stehen und das Ganze wird eine, ich sag mal ruhig Kochshow, aber ein bisschen anders gestrickt, das Ganze. Inwiefern anders? Ist also nicht so, dass ich die Leute nur bespaße, indem ich da oben auf der Bühne rumturne, zwei Stunden lang irgendwelche leckeren Dinge koche, sondern das Ganze soll eine kulturelle Weltreise werden. Also verschiedene Länder, verschiedene Gerichte, die ich bekoche. Der eine oder andere bekommt auch was davon zu essen ab, natürlich, klar. Aber es wird neben mir auf der Bühne werden verschiedene Künstler stehen. Das klingt interessant. Wer ist denn so dabei? Also fange ich ruhig mal regional an. Also ich hab mir natürlich überlegt, auch besondere Größen nach Salzgitter zu holen, aber ich habe genauso gesagt, ich möchte auch Leuten aus Salzgitter eine Chance geben, mit dabei zu sein. Zum Beispiel ist die Gruppe Beat Explosion aus Geppertshagen mit am Start. Das sind junge Mädels zwischen 13 und 24 Jahren. Dann Shai, eine Bauchtanzgruppe aus Salzgitter mit ist am Start und die Gruppe Burlesque. Dann Elisa ist aus Braunschweig, die machen Musik, ist also ein bisschen soulig das Ganze. Ja, und dann habe ich so ein paar Künstler am Start, die kommen dann schon mal so ein bisschen aus den Stadtgrenzen von Salzgitter heraus nach Salzgitter. Und das ist unter anderem, sind das einmal drei junge Geiger, deren großes Vorbild ist David Garrett. Und das ahmen die auch komplett nach. Und wenn du die auf der Bühne erlebst, denkst du, du hast den David da auf der Bühne. Dann am Start eine A Cappella-Gruppe, Sub 5, die gerade eben aus Chicago von einer USA-Tournee nach Deutschland wieder zurückgekommen sind. Und ja, wo ich ganz besonders stolz drauf bin, ein Pärchen, was eine Mischung macht aus Akrobatik und Jazzdance. Das ist ja sozusagen der Hauptakt, ne? Also das herausragende Kulturereignis an dem Abend. Also die Kira und der Steven, beide schon ihr Leben lang getanzt. Wie gesagt, sie waren jetzt bei Got to Dance mit dabei. Wo sie fest etabliert sind, ist beim Feuerwerk der Turnkunst. Also das ist ein internationales Turn- und Akrobatikfestival, was auch zum Beispiel in Braunschweig im letzten Jahr war und im nächsten Jahr wieder kommen wird. Dort sind sie Bestandteil mit den ganzen Dingen, die sie dort halt vorführen. Also die Kira, die macht seit ihrem 8. Lebensjahr nichts anderes, hätte ich beinahe gesagt, wie Tanzen und Akrobatik. Und der Steven seit ungefähr 12 Jahren Hip-Hop, kommt aus der Musikszene und also beide begnadete Künstler. Aber Haupteck, wie du schon sagst. Woher kommt denn jetzt deine Leidenschaft fürs Veranstalten? Oh, das ist eine komplizierte Frage. Also ich habe mich vor einigen Jahren schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, so etwas zu machen. Ich habe mich natürlich nicht getraut. Ich bin ja auch irgendwann bei euch hier gelandet, das habe ich mich dann irgendwann mal getraut. Und der Gedanke wurde im letzten Jahr wieder so ein bisschen erwacht. Einer von der Stadt Salzgitter, Jens Bogdan, ist ja nun ein bekannter Mensch, der fürs Kulturamt unterwegs ist. Mit dem kam ich irgendwann ins Gespräch und nach dem Motto, wir müssen auch in Salzgitter mal was Schönes machen, was Besonderes machen. Und da ist uns diese Kochshow eingefallen und ich habe letztendlich das ganze Konzept daraus entwickelt. Sind noch mehr Leute mit von der Partie? Kulturamt hast du jetzt genannt?
Kulturamt ist mit von der Partie und es ist die Volkshochschule Salzgitter mit von der Partie, die diese Idee komplett mittragen und komplett dahinter stehen. Jetzt kostet ja so eine Veranstaltung auch Geld. Wie sieht denn das aus, diese Seite der Medaille? Ja, ich versuche natürlich in irgendeiner Weise mit einem blauen Auge oder mit einer schwarzen Null rauszukommen. Das Ganze ist nicht zum Geldverdienen da. Das Ganze ist einfach da, um wirklich diese 230 Menschen, die in die Kulturscheune reinpassen, mehr geht da ja nun nicht, sitzend nicht mehr rein, wirklich, dass sie mit einem Grinsen am Abend nach Hause gehen und sagen, wow, das haben wir lange nicht gehabt in Salzgitter. Aber es soll aber jetzt nicht dem Geld verdienen. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Ich habe ein paar Sponsoren mit am Start. Ja, anders funktioniert das Ganze auch nicht. Natürlich und ein bisschen über Eintrittsgelder, klar. Nochmal so ein paar Rahmendaten. Wann findet diese ganze Veranstaltung statt? Ist das was, wo man jetzt essen gehen kann oder so? Also wenn du Glück hast, dann bekommst du tatsächlich von der Bühne was live gekocht ist, wie gesagt, in diesen 11, 12, 13 Minuten, die ich nur Zeit habe, ein Essen zuzubereiten, international. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, wo wir überlanden. Wir sind in 6 verschiedenen Ländern. Wir sind in Afrika, Marokko, in Italien, Frankreich, Spanien, natürlich auch in Deutschland. Das, was ich in diesen paar Minuten dort oben zubereite, wenn du Glück hast, dann bekommst du was davon. Es ist aber nicht zum Essen gehen gedacht. Es wird zwischendurch so das eine oder andere als kulinarische Überraschung fürs Publikum geben. Verrate ich jetzt aber noch nicht, was. So, wie kommt man an diese Informationen? Diese Veranstaltung findet statt am 5. November in diesem Jahr. Hier in Salzgitter-Lehmstedt in der Kulturscheune. Wo man Karten bekommt, wird auf dem Veranstaltungskalender der Internetseite der Stadt Salzgitter stehen oder dann nachher auch auf der örtlichen Presse irgendwo. Jetzt hast du uns ja noch andere Sachen mitgebracht hier. Ein Steuerrad und diverses Gemüse. Ein Steuerrad, diverses Gemüse. Das Steuerrad hat ja auch so ein bisschen mit meiner Schiffsreise zu tun. Wir haben darüber ja auch schon einen Bericht gemacht, wie ich vor Afrika gefahren bin. Es spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle bei Kultinarisch, bei dem 5.11. an dem Abend, weil die Alexander von Humboldt soll letztendlich das Reiseschiff sein, was die 230 Menschen den Abend von Land zu Land begleitet. Also ein Abend auf virtueller Weltreise sozusagen mit einem Schiff durch verschiedene Länder. Und man darf schon mal ein bisschen dran schnuppern, was es da zu essen geben könnte in jedem Land. Gibt es denn da auch Mitstreiter? So ganz alleine auf der Bühne ist es vielleicht dann auch ein bisschen einsam. Es gibt einige Mitstreiter auf der Bühne. Neben den Künstlern, die ich erwähnt habe, wird im Hintergrund eine gute Bekannte von mir die Essen so ein bisschen vorbereiten müssen. Die Thülei, die auch bei der Stadt Salzgitter arbeitet. Ich sage, hallo Thülei, die weiß noch nichts von dem Glück, dass ich heute hier sitze. Ja, die Mitstreiter sind auf jeden Fall da. Und es wird vielleicht auch irgendein Opfer aus dem Publikum geben. Aber die Leute brauchen keine Angst haben, ist alles gut. Es ist also nichts Schlimmes, was da passiert. Neben dem Kochen selber hast du ja auch so ein Händchen dafür, das, was du da kochst, auch vermitteln zu wollen, ne? Kannst du irgendwie uns Tipps geben, wie man am besten kocht? Ich bin also wirklich dabei, gerade ein Buch zu schreiben. Das Buch ist nicht nur ein Kochbuch, sondern es erzählt so ein bisschen, wie das alles passiert ist mit dem Kochen, wo das alles bei mir angefangen hat. Anfänglich in der Jugend war das Ganze bei mir ein Muss. Ich musste das für meine kleinen Brüder machen. Und es hat sich ja im Laufe meines Lebens zu einer Leidenschaft entwickelt. Und diese Leidenschaft führte mich ja unter anderem zu euch, dass wir halt diese 4 Sendungen schon gemacht haben, Kochen mit Ralf und Kate. Es führte mich auch auf die Alexander von Humboldt als Mutje zum NDR, zum ZDF. Und ich habe mir gedacht, ich würde auch gerne mal etwas vermitteln, das den Leuten auch erzählen, wer ich so bin. Und nicht nur erzählen, wer ich bin und wie das alles passiert ist, sondern so ein paar schöne Rezepte aus verschiedenen Ländern einfach mal runterzuschreiben, die ich alle schon gekocht habe, unter anderem auch mit Teilnehmern in einer Volkshochschule, weil ich dort auch internationale Kochkurse gebe. Und die habe ich alle in dieses Büchlein als Rezepte verpackt. Insgesamt sind hier 65 Rezepte drin aus, ich weiß gar nicht, 10 verschiedenen Ländern. Super, wie fallen denn die Reaktionen auf deine Aktivitäten so aus? Ich meine, Familie und Freunde müssen ja öfter mal dann zurückstecken, oder? Naja, Familie ist nicht wirklich so ganz groß im Hintergrund vorhanden. Also ich habe ein Brüderchen, zu dem ich noch Kontakt habe.
Aber zurückstecken muss da keiner. Also die Leute, die zum Beispiel wissen, dass ich ein Buch schreibe, die wissen, dass ich eine Kochshow mache, die sind schwer begeistert davon und sagen Respekt, dass du das so machst. Wir bewundern dich dafür auch ein bisschen. Hast du denn Pläne für die Zukunft, das hauptberuflich zu machen? Es ist durchaus ein Plan irgendwann mal, wenn das Schicksal es gut mit mir meint und der liebe Gott meint, ich lasse dich noch ein bisschen gesund bleiben und du kannst das alles gesundheitlich noch. Wenn ich irgendwann mal von meinem jetzigen Arbeitsleben eigentlich in den Ruhestand gehe, dass ich dann sage, ich möchte einfach vielleicht noch mal so ein paar Jahre noch mal neu durchstarten, so ein kleines Bistro, ein kleines Restaurant. Das ist so der Traum, der noch dahinter steckt. Wunderbar. Und wir bedanken uns für die Informationen über diese Veranstaltung und über die Weiterentwicklung von unserem Hobbykoch Ralf Richter. Ja, und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und ich würde mich freuen, wenn ich die Zuschauer, den einen oder anderen, in der Show begrüßen darf. Super. Und damit zurück ins Studio.